Bandha Mudrasana ist ein klassisches Asana, wörtlich genannt die Bandha Mudra-Stellung, also die Verschlusssiegelstellung oder die Siegel des Verschlusses-Stellung. Du übst Siddhasana mit der linken Ferse unter dem Perineum, damit unter dem Kanda-Punkt, und die rechte Ferse am Schambein. Knie sind auf dem Boden. Dann gibst du die Hände auf die Knie, zum Beispiel in Chin Mudra. Dann atme tief und vollständig ein, halte die Luft an und übe gleichzeitig Mula Bandha, Uddiyana Bandha und Jalandhara Bandha. Bringe dabei die Konzentration zum Punkt zwischen Augenbrauen. Halte so lange an, wie du kannst, dann atme wieder ein und halte wieder die Luft an und übe dabei alle drei Bandhas. Bandha Mudrasana spielt eine besondere Rolle für die Hatha-Yoga-Praxis, ist letztlich die Stellung, in der du verschiedene Pranayamas üben kannst. Manchmal wird als Bandha Mudrasana auch nur bezeichnet, wenn du aus dieser Stellung Mula Bandha übst, während du ansonsten normal ein- und ausatmest und vielleicht Japa übst, also ein Mantra wiederholst und die Konzentration im Ajna Chakra hast.